So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Ja, wir haben das letzte Mal einige Monde im verlorenen Land gefunden. Die werde ich auch schon mal in die Odyssey hineinfüllen. Aber wir holen uns noch ein paar Monde. Ein paar Monde holen wir uns noch. Ein bisschen gibt's hier noch was zu tun für uns. Also ich meine, es gibt in jedem Land noch was zu tun, aber ich meine, von dem, was wir vorläufig machen können. Nein, ich möchte nicht losfliegen. Hallo, ich möchte zurück. Ich möchte zurück eigentlich ins verlorene Land. Ich möchte noch ein paar Monde hier holen. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir haben eh noch ein Kunstbild aus dem Forstland. Dann hole ich mir einfach mal das schon mal. Ja, würd ich jetzt einfach mal so sagen, wie der Rückwärtssalto geht, das weiß ich ja. Und ja, finde ich ein bisschen blöd, dass man nicht wie sonst eigentlich einfach im Land bleiben kann, also abbrechen kann. Cityland möchte ich erst nächsten Part erkunden. Wir gehen auch gleich wieder raus. Die Geißel auf dem Hochhaus interessiert mich noch nicht. Interessiert mich noch nicht. Ja. Interessiert mich noch nicht, Cappy. Cityland steht im nächsten Part an. Hä? Ich hab hier schon einen Mond. Ach so, stimmt, es war durch das Bild, wo wir mal gekommen sind. Wir sind doch mal vom Wüstenland aus hierher bekommen. Hierher gekommen. Zu einem Geheimpfad. So, Wüstenland. Genau. Da gibt's ja noch ein Kunstbild, was wir uns holen können. Das weiß ich noch. Also das Kunstbild, das haben wir im Forstland gefunden, aber den Mond gibt's im Wüstenland. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? So, genau. Was war denn zu tun? Ich guck gleich mal in mein Album. So, hier Album. Genau, okay. Von dem Cooper aus. Einfach geradeaus und dann finde ich zwei Büsche und dort befindet sich ein Mond. Irgendwie sowas. Das Bild kann ich noch nach der Aufnahme löschen. Das ist kein Problem für mich. Das lösche ich jetzt nicht. Das ist egal. Aber ja, nur schon mal so. Wo war denn dieser Koopa? Ich glaube, da vorne irgendwo. Ach ja, das Wüstenland. Das war schon ein geiles Land. Gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsländern. Wo ist denn der Koopa? Hier vorne ist der Koopa. Okay, der guckt nach hier drüben. Da drüben, irgendwo. Da sind irgendwo zwei Büsche und da befindet sich ein Mond. Kann ich mir das Miauxi hier holen? Nee, also ich kann es rufen, aber nee, lass mal. Wenn es schon da gewesen wäre, dann hätte ich mir das Miauxi geschnappt, aber ist ja nicht so. So am Loch vorbei. Oh Scheiße, ich wollte doch nicht nach hier unten. Da wollte ich doch gar nicht hin. Dass das da so glatt sein muss, ey. Das ist schon ein bisschen nervig. So, lass mich nach oben. Lass mich nach oben, bitte. Ich möchte doch gar nicht ins Loch rein. Ins Loch möchte ich, im Loch war ich schon. Wie rutschig ist es denn da? So, jetzt gehe ich komplett am Rand entlang. Jetzt kannst du mir nicht sagen, dass ich da rutsch. Ah, ich glaube, die zwei Büsche da vorne sind gemeint, oder? Wahrscheinlich. Die dürften ungefähr geradeaus sein, vom Cooper aus. So, genau. Und da haben wir den Forstlandmond mit Forstlandkunst gefunden.
Gut, dann gehe ich zurück zur Odyssee und wir holen uns noch ein paar Monde im verlorenen Land. So, ich würde sagen, wir schauen uns dann noch ein bisschen um. Hier im Dings im verlorenen Land, genau. Zum Beispiel habe ich hier drüben noch im letzten Part was gesehen. Hoppla, komm mal her, dich möchte ich kapern. Genau, hier sind nämlich Mondstücke, also da drüben. Die können wir noch einsammeln. Ist ja ganz klar. Das mache ich auch. So. Ich glaube, hier drin ist, könnte vielleicht noch was sein. Jo, da ist noch ein Mondstück. Gut. Finde ich prima. Ah, die blöden Fuzzis, die sind im Weg. So, hier ist Nummer 4. Und dann bei dem Baum wahrscheinlich noch was, oder? Noch so ein Mondstück, oder? Jawohl. Aber das sammle ich mir erst gleich ein, diesen Mond. Vorher hole ich mir noch einen anderen Mond. Der liegt auch noch so ziemlich auf dem Weg. Der ist nämlich da drüben. Da drüben, um genau zu sein, hier haben wir ein kleines Loch. Und hier ist Captain Toad. Captain Toad, unser lieber Freund. Was ist denn mit dir passiert? Erstmal klaue ich mir dein Geld. Ich weiß, ich bin freundlich. Wie ich hierher gekommen bin. Ein großer Vögel hat mich hier abgeworfen. Ein anderer großer Vogel als sonst. Aber mir hat die Abgeschiedenheit dieses Ortes ganz gut getan. Ich habe einen Mond gefunden. Das freut mich natürlich, dass du mir den gibst, Captain Toad. Das ist doch ganz prima. Genau. So. Ah, ich glaube, ich sollte mir den Tropenweg. Ich hätte mir den Tropenwegler nehmen sollen. Ich hätte mir einfach wieder den Tropenwegler nehmen sollen, aber nein, was mache ich? Ich springe in die lila Grütze. So, komm her, lieber Mond. Komm schon her. Du bist doch ein braver Mond, jawohl. So, dann haben wir 18 und 3 können wir uns tatsächlich noch holen. Zum Beispiel, ich teleportiere mich mal. Hier, Sumpfhügel, ne? Da fallen mir noch, da drüben ist jetzt nämlich ein Hase. Den möchte ich mir natürlich schnappen. Diesen Hoppeldi-Hopp. Ja, komm her. Na komm schon. Na komm schon. Ja komm. Der ist aber auch echt fies. Komm schon. Ah. Komm. Na komm doch. Der ist echt fies. Ich treff den nicht mit meiner Mütze. Ich treff den nicht, ey. Komm doch her. Ja komm. Ja komm doch. Oh Mann. Jetzt. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Hoppeldi hopp im Dschungel. Genau. Und dann würde ich sagen, hoppla, da habe ich mich angeschlagen. Das hatte ich jetzt nicht, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, mich da anzuschlagen. Aber das kann schon passieren. Ach, ich muss da hoch. Ich möchte da hoch. Na komm schon. Muss ich jetzt extra einen Umweg gehen? Ich weiß, wie ich da eigentlich hochkomme. Aber ich wollte jetzt eigentlich abkürzen. So, hier vorne. Hier ist noch ein Schmetterling. Den können wir fangen und dann gibt er uns einen Mond. Außerdem, liebe Leute, außerdem, wo können wir noch hin? Passt mal auf. Ist ein bisschen versteckt hinter den Blättern. Hier ist noch eine Höhle. Und hier gibt's noch einige Blumen. Und die bringen uns einen Mond. Die Höhlenflora nämlich. Dann haben wir alle 21 Monde, die wir zum jetzigen Zeitpunkt holen können. Aber uns fehlen noch einige lila Münzen. Die möchte ich natürlich auch noch holen. So, 39 habe ich.
Und die restlichen suche ich mit meinem Bowser-Amiibo. So, passt mal auf, da unten habe ich noch zwei Münzen entdeckt. Die hole ich mir jetzt einfach mal. So. Und dann habe ich da hinten auf dem Stamm noch Münzen entdeckt. Passt mal auf. Kann ich, ich glaube, ich kann die mir tatsächlich nur mit dem Dings, mit diesem Segelmander holen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da sonst rankommen soll. So, pass mal auf. So, da drüben ist es, genau. Da fliege ich jetzt einfach mal hin. Ich weiß nicht, vielleicht soll es so gemacht werden. Ich mache es jetzt auf jeden Fall mal so. Dann habe ich 45 Münzen schon mal. Die restlichen 5 suche ich noch. Bis gleich, Leute. Warum hat denn der mir schon wieder Cappy geklaut? Ich habe keine Ahnung. Ich hol mir kurz Cappy zurück. Und dann geht's weiter. Mit der Münzsucherei. So, wo ist denn der jetzt? Da oben drauf, ne? Ja, komm mal her. Na, komm her. Komm doch. Flieg doch ans andere Ende, komm. So, jetzt pass auf, jetzt zack, fetze ich ihn wieder weg. Ich weiß nicht, was der vor, ich weiß nicht, warum, was der sich einfallen lässt, warum der mir Cappy nochmal klaut. Aber da vorne werden mir schon weitere lila Münzen angezeigt. Ach ja, hier zwischen, okay. Ich glaube, die kann ich mit ein paar Wandsprüngen holen. So, dann fehlen mir tatsächlich nur noch 2. So, hier. Hier sind die letzten 2 Münzen gewesen. Und ich würde sagen, ich kaufe mir auch noch die restlichen Sachen im Shop. Und das nächste Mal geht's dann ins Cityland. Ja, das verlorene Land, das war schon ziemlich klein. Aber nach der Hauptstory werden hier ja noch einige Monde freigeschaltet, die wir dann auch noch holen werden. Ist ja ganz klar. Aber vorerst gab es nur 2 Parts im verlorenen Land. So. Passt auf, ich reise mit euch jetzt sogar noch kurz ins Cityland. Und das nächste Mal starten wir dann von Anfang an einfach schon dort. Die 5 Monde fülle ich noch auf. Dann habe ich 199 Monde schon. Noch ein Mond, dann habe ich 200. Ist ja schon ziemlich krass. So, und wir gehen jetzt ins Cityland. Wo wir ja vorher schon ganz kurz waren. Aber es im nächsten Part erst offiziell losgehen wird. Ist auf jeden Fall auch ein sehr geiles Land, kann ich schon mal sagen. Und wird uns bestimmt einige tolle Parts bescheren, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Leute, aber dann würde ich sagen, wir schauen uns diese Mission im nächsten Part näher an. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Aber dann freue ich mich auf jeden Fall schon aufs Cityland. Und dann danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.